Willkommen zum Inktip Live. Heute Abbildung von Windverbänden. Wenn wir die Geometrie von Windverbänden abbilden, wird im Schnittpunkt der Linien automatisch ein Knotenpunkt erzeugt, sofern die Autoschnittfunktion aktiv ist. Ich würde Ihnen empfehlen, diese Funktion immer aktiv zu lassen, um beispielsweise Knotenpunkte bei diesen Fundamentverstärkungen automatisch zu erzeugen. In nahezu allen Fällen möchten wir eben diese Schnittpunkte haben. Die Ausnahme sind genau gekreuzte Windverbände. Den Knoten kann ich nachträglich entfernen über die Funktion Knoten löschen. Dabei ist zu bemerken, wenn ich weitere Knoten auswähle, werden diese nicht entfernt, sofern sie zwingend benötigt werden, um das Modell zu definieren. Wenn ich die Windverbände selbst festlege, mache ich das am einfachsten als Fachwerkstab in einem bestimmten Material und Querschnitt. Wenn ich das möchte, kann ich eine nichtlineare Eigenschaft festlegen für Fachwerkstäbe, dass sie nur auf Zug aktiv sein soll. Allerdings erfordert eine nichtlineare Eigenschaft am Ende auch eine nichtlineare Berechnung mit den Einschränkungen, die das halt mit sich bringt. Wenn ich mir die Profile jetzt ansehe, sind die vielleicht nicht unbedingt so angeordnet, wie ich das am tatsächlichen Bauwerk machen würde. In welcher Richtung, dass ich den Querschnitt drehe oder ob ich zusätzlich eine Exzentrizität definiere, spielt für die Berechnung absolut keine Rolle, da eben Fachwerkstäbe ausschließlich eine Normalkraft besitzen und ohnehin nicht auf Biegung beansprucht werden. Ist der Windverband kein einfaches Kreuz, sondern beispielsweise wie hier so eine Art Hosenträger, kann ich grundsätzlich genau gleich vorgehen. Allerdings produziere ich damit an diesen innenliegenden Knoten eine Instabilität. Ich erzeuge eine Gelenkkette. Die Knoten können sich senkrecht zur Ebene des Windverbands widerstandsfrei verschieben. Um das zu vermeiden, kann ich einen kleinen Trick verwenden. Ich definiere zusätzliche Knotenauflager senkrecht zur Ebene von diesem Windverband, um eben diese Knoten zu halten. Dabei wähle ich ganz bewusst eine hohe Steifigkeit, nicht eine kleine Steifigkeit. Für die rein lineare statische Berechnung würde eine minimale Steifigkeit bereits ausreichen. Für alle iterativen Berechnungen, beispielsweise Eigenschwingungen oder die nichtlineare Berechnung, ist das aber numerisch sehr ungünstig.
ob dieser Trick oder Beschiss, wenn wir es so nennen wollen, zulässig ist oder nicht, kann ich nach der Berechnung den Auflagerkräften ansehen. Sind die Auflagerkräfte vernachlässigbar klein, ist diese Anpassung des Modells zulässig, erhalte ich größere Kräfte, sollte ich mir überlegen, wie ich diese Kräfte eben abtragen, kann oder will. Dann möchte ich vielleicht beim solchen Windverband keine vollständige Trennung der einzelnen Stäbe abbilden. Ich möchte hier einen Scherenknoten modellieren, der Kräfte übertragen kann, aber keine Momente. Dafür verwende ich keine Fachwerkstäbe, sondern definiere das Ganze als Stab. Ein Scherenknoten hat nur wirklich einen Effekt, wenn ich auch tatsächlich Biegemomente übertragen kann. Über die Gelenke kann ich die Übertragung von Biegemomenten auf den Windverband bzw. vom Windverband auf das Fundament verhindern und über die Verschiebung in X-Richtung, lokaler X-Richtung, in Richtung der Stabachse kann ich auch die Übertragung von Druckkräften ausschließen, indem ich ein halbstarres Gelenk wähle und dem Ganzen einen Namen gebe mit nichtlinearen Eigenschaften, nur auf Zug aktiv. Die Verbindung zwischen den Stäben selbst werde ich über ein Federelement herstellen. Dazu brauche ich eine Linie. Das heißt, ich kann die Verbindung nicht im Knoten, herstellen, sondern muss das Ganze leicht verschieben. Dazu setze ich den relativen Ursprung mit der Taste Insert auf den Kreuzungspunkt, zeige mit der Maus auf einen Windverband und kann über die Taste L eine Länge eingeben. Genau das gleiche mache ich für den anderen Stab. Ich setze den relativen Ursprung auf den Schnittpunkt, zeige auf den Stab in die Richtung, in der ich eben den Abstand eingeben möchte. Und ich drücke L, gebe meinen Abstand ein und bestätige mit Enter. Ich verwende ein Federelement und nicht ein Knoten-Knoten-Verbindungselement, da ich die Länge dieser Feder nicht als Hebelarm berücksichtigen und Sekundärschnittkräfte ermitteln möchte. Ich lasse die Verschiebungssteifigkeiten starr und setze die Verdrehung auf 0. Damit habe ich meinen Scherenknoten bereits abgebildet. Wenn ich die Lasten über Lastebenen auf mein Modell aufbringen möchte, ich habe hier Windlasten definiert, werden als Standard alle Linienelemente belastet, die in der Ebene der Lastebene angeordnet sind. Das heißt eben auch meine Windverbände,
die ich möglicherweise oder sehr wahrscheinlicherweise nicht so beanspruchen möchte. Verwende ich Fachwerkstäbe, werden diese nicht linear belastet. Sie können keine Biegung übertragen und damit eine Querbelastung nicht aufnehmen. Die Lasten werden daher als Einzellasten auf ihre Endpunkte angesetzt. Um dieses Verhalten zu ändern, klicke ich die Lastebene an und wähle die Elemente aus, auf die ich die Last übertragen will. Ich markiere in der Seitenansicht erst einmal die gesamte Fassadenebene und hebe die Markierung anschließend für meine Windverbände wieder auf. Die Biegebeanspruchung auf diesen Stäben ist damit verschwunden, genauso wie die Einzellasten auf die Endpunkte der Fachwerkstäbe. Damit bedanke ich mich bei Ihnen und hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal.